Mein Name ist Ralf Eisele vom Institut für Gesundheit und Ergonomie. Wir beschäftigen uns schon seit fast 30 Jahren mit dem Thema gesundes Arbeiten. Wie kann man Leute dazu bringen, gesünder zu arbeiten? Wir haben uns dann über die Jahre überlegt und sind mit der Idee schwanger gegangen, gute ergonomische Lösungen und auch ergonomisch ausgerichtete Unternehmen ausfindig zu machen, zu gucken, was die so machen und das auch entsprechend zu prämieren. Und wir haben ja schon seit Jahren, also durch persönliche Kontakte und auch so, weil sich die Möbelmacher ja in der Region auch sehr gut bekannt gemacht haben, pflegen wir Kontakt zu den Möbelmachern. Wir haben uns die Möbelmacher dann in dem Zusammenhang, was das Thema Ergonomie anlangt, auch sehr genau angeschaut und haben dann ja schon jetzt zum fünften Mal den Innovationspreis Ergonomie ausgeschrieben. Die Möbelmacher hatten wir auf dem Schirm. Wir haben auch eine Bewerbung bekommen, als wir das öffentlich gemacht haben, dass wir Unternehmen für vorbildliche ergonomische Lösungen prämieren möchten. Und dann ist es uns doch relativ leicht gefallen, den Möbelmachern den Innovationspreis Ergonomie auch zu verleihen. Das freuen wir uns sehr drüber. Und was wir eben toll finden, dass das ganzheitlich gedacht wird, zum Beispiel die höhenverstellbare Küche, der höhenverstellbare Arbeitsplatz, die haben immer sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch beschäftigt. Und ich glaube, wer die Möbelmacher kennt, die stehen für diese Werte. Und aus diesem Grund freuen wir uns in dem Zusammenhang eben dieses Jahr in dem Segment als vorbildliches ergonomisches Unternehmen, das auch das Thema Ergonomie nach innen lebt, also nicht nur ergonomische Produkte verkauft, sondern diese auch selber propagiert und aus einer inneren Überzeugung nach außen trägt. Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen diesen Preis verleihen zu dürfen. Ute, man hat mir gesagt, und es freut mich persönlich, dir den Preis überreichen zu dürfen. Wenn ich schon vom Thema Nachhaltigkeit spreche, dann sollte sich das auch in der Trophäe zeigen. Und jetzt würde ich mal mir das Wortspiel erlauben. Ich trage jetzt Eulen nach Athen, indem ich den Buche-Preis verleihe und im Namen des Instituts für Gesundheit und Ergonomie. Und ihr herzlichen Glückwunsch. Also es steht einfach ein starkes Team hinter uns, die das alles herstellen und machen. Und damit dieses starke Team funktioniert und jeden Tag wirklich gut arbeiten kann, da helfen natürlich auch nach, dass die auch wirklich gesund schlafen, dass sie sich ordentlich ernähren. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte auch, die dazu gehören, wo ich dann halt im Hintergrund, und ich komme ja ursprünglich, also ich bin ja auch kein Schreiner, ich bin ja bei uns für diese ergonomischen Themen da, und ich stehe auch dahinter, dass ich halt mit der Mannschaft immer wieder mal Rückenschule mache und dass wir dementsprechend die Arbeitsplätze auch. Und ja, so habe ich auch so eine kleine Funktion da. Und deswegen darf ich das jetzt haben. Dankeschön. Also vielen herzlichen Dank. Ja, ich danke. Und noch einen guten Tag allen. Ich bin jetzt ganz des Stolzes voll hier halt. Ne? Hat schon jeder gesehen. So. Und da gibt es tolle Möbel zum Kaufen. Einen schönen Tag noch. Danke. Wer mag ein Stückchen Sekko? Wer mag Sekko? Bitte. Bleib so.